herzlich willkommen zu Pile of Shame. Mein heutiger Gast nennt sich Bloodborne. Und natürlich Fabian. Hab ich dich gekriegt. Los geht die Sendung. Nein, das war natürlich ein bisschen fies. Herzlich willkommen, Fabian Käufer. Eine Legende, die tatsächlich noch nie Bloodborne richtig gespielt hat. Du hast es wahrscheinlich schon mal angezockt, oder? Es ist mir peinlich, das zu sagen, weil man versucht ja, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man in der Spielebranche arbeitet, man hat ja das Glück, dass man auch während der Arbeitszeit manchmal spielen kann. Das hilft bei dem Vorsatz, dass man sich jedes große Spiel irgendwann mal anschauen will, damit man sich selber auch eine Meinung dazu bilden kann. Und ich habe eine sehr schwierige Historie, was die ganzen Souls-Spiele, wie ich sie jetzt mal nennen würde, angeht. Ich habe auch Bloodborne mal angefangen, habe sehr schnell die Orientierung, die Freude und letztlich die Lust verloren, habe es dann nie mehr gespielt. Das ist jetzt 6 Jahre her, was mir schockierend eindringlich heute aufgefallen ist, dass das Spiel schon so alt ist. Das Einzige, das sage ich immer zur Ehrenrettung dann noch, ich habe Nioh 2 sehr ausgiebig gespielt und das irgendwann, glaube ich, auch bezwungen und durchschaut und gemeistert, aber so die klassischen Souls-Spiele und vor allen Dingen Bloodborne, wo alle Leute immer sagen, ist so geil. Okay. Ich bin da noch nicht rangekommen, Dennis. Ich will, dass du mich heute davon überzeugst. Das werden wir tun. Ich bin erstaunt, mit was für einem Statement wir hier starten. Sehr interessant. Ich würde das gerne ausdiskutieren mit dir. Ich freue mich da tierisch drauf, aber ich würde vorschlagen, dass wir das während dem Zocken machen, denn wir haben nicht unendlich Zeit. Und die Frage ist bei mir dann natürlich, wenn ich mir zu Hause dann einen Plan mache, hey, wie zeige ich denn dem Fabian am besten das Spiel? Diesmal ist es bei Bloodborne einfach so, wir starten am Anfang, weil nichts anderes Sinn macht. Und ich habe dir da schon mal einen Charakter ausgesucht, starte rein gerne. Ich starte. Genau. Ja, das finde ich gut, dass wir das so machen, denn es war ganz ehrlich, ich hätte ja noch weniger Chancen, das zu bewältigen, wenn du mich jetzt irgendwie hier bei Stunde 17 absetzt und ich gar nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Und nicht nur das, viel wichtiger als ob du jetzt performst oder nicht, finde ich, dass du gar keine Chance hast, diese Atmosphäre in dem Spiel zu greifen, wenn du da einfach reingeschmissen wirst, ohne eine Orientierung. Dann bist du komplett orientierungslos und weißt überhaupt nicht, was Phase ist. Und das soll es ja nicht sein. Ich möchte, dass du dieses Spiel jetzt gleich mitatmest und wir können mal einsteigen. Ist es jetzt wirklich, also ich meine, du hast es schon mal angespielt, was genau hast du gesehen vom Spiel? Ich bin am Anfang relativ gut durchgekommen und dann die Welt wurde gefühlt für mich relativ weitläufig gleich so und ich brauche immer mehr so ein bisschen lineare Vorgaben, wo ich hingehen muss und das hat mich sehr schnell überfordert und bin ich immer hier und da irgendwo runtergefallen. Ich bin nicht mal viel in Kämpfen gestorben, ich bin auch einfach immer in den Tod gestürzt von irgendwas und das hat mich irgendwie schnell ein bisschen abgeturnt. Okay. Okay, ich habe offensichtlich keine Waffe. Aber da haben wir ja vielleicht gleich einen Punkt, warum du mit den Souls-Spielen jetzt in der Vergangenheit nicht so warm geworden bist, weil du eher was Lineares bevorzugst. Und das Souls ist ja im Grunde genau das Gegenteil. Sind Labyrinthe. Aber daher kommt ja auch die Stärke so ein bisschen. Aber gucken wir mal, dein erster Fight. Kann er mir was tun? Ja. Ja, klar, der kann ja was tun. Ich renne wahrscheinlich jetzt mal besser weg, ne? Du machst, was du für richtig hältst. Handkantenschläge. Wie weiche ich denn aus? Ich habe da bestimmt eine tolle Rolle oder sowas. Ja, nimm mal Kreistaste und in die Richtung drücken, in die du rollen willst. Mach so einen Dash. Du machst das richtig gut, aber jetzt hast du... Ich weiß gar nicht, ob man den besiegen sollte. Ich habe keine Ausdauer mehr, ne? Das ist der grüne Balken unter dem roten? Genau, der grüne ist Ausdauer, rot ist Energie. Wenn du Fragen hast, schieß los. Ansonsten gehe ich aber relativ davon aus, dass... Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Waffe, weil ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass ich den mit der Hand kaputt schlagen soll jetzt hier. Ja. Du bist schon direkt in Bloodborne angekommen. Das ist ein Thema, das zieht sich durchs ganze Spiel. Man weiß nicht wirklich, ob man und was. Kannst du während dem Kampf super easy switchen. Während des Schlages auch. Das ist in der Animation alles möglich. Und das sollte man auch tun. Nein, dass du vielleicht erst auf Distanz kämpfst und wenn du dich dran bist, switche zurück. Tutorial ist hinter uns. Das Spiel hatte ich jetzt reingeschmissen. Ich finde, also den Stil an sich finde ich schon ganz geil, muss ich sagen. Allerdings fällt mir hier jetzt schon was auf, Dennis, wo ich dir auch gleich sagen kann, was mich damals schon gestört hat. Das Spiel läuft halt nicht wahnsinnig flüssig so, ne? Das stimmt, irgendwie jetzt so Spiele mit 60 Frames und sowas gewohnt ist. Das ist vollkommen korrekt. Uiuiui, die sind aber ganz schön stark. Aber das würde ich niemals als Nachteil des Spiels, sondern als Nachteil der Konsole ansehen. Boah. Weil es könnte natürlich auch eine PC-Version geben, die geil aussieht und flüssig läuft. Aber ich schätze mal, das haben wir Sony zu verdanken, dass da ein Exklusivdeal stattgefunden hat. Wie heile ich mich denn? Dreieck, ne? Dreieck, genau.
Ja, also machen wir uns nichts vor, denn das Spiel wird so kurz oder lang ja hier, entweder wird es ein Patch geben für die PS5 für 60 Frames und 4K oder es wird eine Neuauflage geben. Weil so ein Spiel, was so einen Kultstatus hat, das willst du ja nicht in so einem technisch nicht so geilen Status für immer irgendwie konservieren. Das stimmt. Du musst es ich habe leider keine PlayStation 5, deswegen musst du es auf der PlayStation 4 spielen. Achso, ja, es würde auch nichts bringen. Es gibt keinen Patch, dass es besser laufen würde auf der PS5. Ach, per se würde es schon gar nicht besser laufen. Nee. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die laufen im Auto. Das ist aber seltsam. Ja, Fabian, erforscht ein bisschen. Wie komme ich da hin? Da kann man springen? Nee, du kannst rollen, du kannst schlagen. Achso, das geht kaputt. Closed by a device. Was könnte das wohl sein? Ja, vor lauter Detail ist hier direkt schon was relativ Offensichtliches gerade... Entgangen, genau. Ja, es ist, weil das alles so neu ist hier und hier ist so viel los. Ja, ja. Ja, geh wieder zurück, die Ecke, wo du gerade... Da war bestimmt ein Schalter oder hier in der Richtung, ja. Eigentlich relativ. Guck mal hin. Ach, da, guck mal. Jawohl. Aber du musst natürlich erstmal mehr lernen, wie sieht denn so ein Schalter aus in diesem Spiel, weil normal sieht er nicht aus, ne? Okay, ja, die Tür habe ich damit schon mal nicht aufgemacht. Nee, da ist hier gerade. Du hast es. Bin ich dumm? Du bist eine Sekunde zu früh nach vorne. Die Leiter ist direkt neben dir runtergekracht. Alter. Ist hier gleich wieder ein Drache auf dem Dach, wie bei Dark Souls? Boah, das Geräusch ist aber unheimlich. Ich glaube, Drachen gibt es in Bloodborne gar nicht. Keine. Drachen, oder? Mag mich irren. Ah, das ist so eine Shortcut später wahrscheinlich, ne? Genau. Und das ist ein Speicherpunkt? Genau. Und bevor du dran vorbeiläufst, diese Lampe, die du da links siehst, die signalisiert immer, dass du da mal rangehst an das Fenster. Ach so. Oh, you must be a hunter. Na gut. Der scheint krank zu sein, so, das... Das ist auch etwas, das wird dir auffallen, dass einige Leute arg... Sind wir nicht auch krank eigentlich und wollten uns irgendwie eine Heilung für irgendwas finden und deswegen sind wir jetzt hier gelandet oder so ähnlich? Ist das nicht die Story? Du, ich glaube ja, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe die Story von Bloodborne nie verstanden, aber ich habe es auch nie versucht, da jetzt eine ultimative Antwort drauf zu kriegen. Weil es mir gereicht hat, durch dieses Spiel zu gehen. Wie rar sind denn so Patronen, Dennis? Kann man die einfach mal so verballern für so einen Gegner? Oder macht man das lieber nicht? Das macht man am besten in dem Moment, um ihn zu stunnen, ne? Wenn er ausholt. Ja, wie viele Waffen gibt es denn? Kann ich das dreimal umschalten oder zweimal? Zweimal, lang kurz. Ach so, lang kurz. Genau. Und das lange ist wahrscheinlich aber langsamer oder so, ne? Genau, ist ein bisschen langsamer, aber dafür mehr Reichweite. Kannst sie aufladen, sehr gut gemacht. Beide. Aufladen ist sehr wichtig, R2 gedrückt halten. Okay. Wie ist denn, gibt es ein klassisches Blocken oder Parry oder irgend sowas in der Art? Nein, das gar ist, nicht. Das Parryen ist deine Waffe. Das ist, wie man was du aus Dark Souls kennst, machst du mit der Knarre. Du schießt ihm im richtigen Moment halt einfach ins Gesicht. Krass. Okay, das ist sehr offensiv fokussiert, ne? Ja, übrigens mit Analogstick 3 reindrücken. Kann ich irgendwie anvisieren, ne? Das war ein bisschen dumm. Naja, machst du es aber schon gar nicht schlecht. Ich habe halt wirklich auch, ich habe so viel Spielzeit in Nioh investiert und es hat mich ein bisschen, glaube ich, darauf vorbereitet, solche Spiele jetzt eher mal zu spielen. Fand ich halt richtig geil, muss ich sagen. Eieiei, okay. An den erinnere ich mich sogar. Ja. Aus meinem, wo ich das erste Mal vor 6 Jahren gespielt habe. Es ist ein bisschen schwerer, ne? Genau, das ist so eine Sollbruchstelle. Hier sollst du mal lernen, wie man jetzt diese Waffe benutzt. Vielleicht soll ich hier vielleicht aber auch noch gar nicht lang gehen. Doch. Das ist jetzt hier, um zu lernen, wie benutzt du die Blunderbuss. Also schieß im richtigen Moment, dann ist das Stunt. Wenn er ausholt, und hinten schnell und schlagen. Einmal zu langsam. Aber richtig gemacht. Muss dann nach vorne dashen. Nee, das hat nicht funktioniert. Ich muss viel früher schießen einfach. Warum schlägt der jetzt nicht? Nach hinten dashen, dann machst du alles kaputt, was hinter dir ist und hängst nicht mehr fest, ne? Noch 2 Schuss, noch 1 Schuss. Er soll mal schlagen. Hin und... Er muss dicht dran sein, muss ganz dicht dran sein.
Okay, jetzt habe ich aber leider keine Munition mehr. Genau, dann kannst du jetzt ihn so töten oder läufst weg. Okay, jetzt würde ich mich mal eben heilen. Ach, ich bin schon tot. Schon tot, genau. Das ist ja ungünstig. Ja. Ja, okay, bis dahin schaffe ich es aber nochmal. Aber ich habe noch keine, wäre das eine Abkürzung gewesen, da die Tür hätte ich die noch mal aufmachen sollen? Ja, das war richtig dumm natürlich. Okay, das schaffe ich auch nochmal. Ah, okay, es macht mir jetzt schon ein bisschen Bock, ich muss es sagen. Weil ich aber jetzt auch eher mittlerweile weiß, wie solche Spiele funktionieren, was die von mir wollen. Ja. Und wie viele Abzweigungen alleine schon in den ersten 5 Minuten? Ja, das wollte ich halt gerade sagen. Das müsste von mir aus halt alles nicht so kryptisch sein. Das bräuchte ich nicht für diese Mysterienbildung. Die sollen mir ruhig sagen, ey, geh mal hier lang, geh mal da lang. So dieses selber alles entdecken wollen und so. Oder müssen. Das bräuchte ich nicht an diesem Spiel. Mir würde schon der reine Skilltest irgendwie ausreichen. Du hast jetzt keine Bullets mehr. Ja komm, dann mache ich die Typen da hinten. Genau. Behaupte ich einfach, schaffe ich natürlich nicht. Ach doch. Natürlich ist es wieder mit jedem zusätzlichen Kämpfer, den du bekämpfst, doppelt so schwierig. Und 3 dann natürlich extrem, 4, 5 fast unmachbar. Aber kann man auch, wenn man einen anvisiert hat, schnell zu einem anderen springen, ohne das Lock-On wieder aufzuheben? Kampf ist eigentlich alles, was du dir wünschst. Du kannst mit dem rechten Analogstick dein Lock-On verschieben. Einmal kurz antippen. So, ja, wenn du schön nach hinten ziehst, der erstmal, das ist Profi. Jawohl, gib ihm. Shit, oh krass. Nach hinten dashen ist die beste Wahl in dieser Situation. Super gemacht. Schönes Ding. Noch keinen Schaden gekriegt. Doch, weil ich jetzt selber da reingelaufen bin. Ja, ein bisschen zu hektisch. Oh Gott. Gut. Wie viele Schläge schafft man denn so mit einer Ausdauerleiste? 4? 5? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil jede Ausdauerleiste anders ist, je nachdem. Das hängt wahrscheinlich auch je nachdem vom Charakter ein bisschen ab. Oder gibt es da auch signifikant verschiedene Klassen und sowas? Oder sind die alle ähnlich? Also die Klassen basieren alle nur auf deinen verteilten Punkten. Es gibt keine vorgefertigte Klasse, die nicht am Ende zu einer anderen Klasse werden kann, je nachdem. Aber gibt es sowas wie Magie oder sowas später, was man nur mit bestimmten Anzahl an Punkten lernen kann? Ja, es gibt später sowas ähnliches wie Magie, das ist korrekt. Und natürlich kommen noch viele kleine Elemente rein und Runen und Buffs. Wo würde ich jetzt hingehen, um aus dem ganzen Blood Echoes irgendwas zu machen, was mich permanent verbessert? Das machst du alles im Hub. Das heißt, ich muss den kompletten Level... Ja, das ist die Krux. Da hat ja jetzt gerade einer auf mich geschossen, den ich vorher nicht gesehen habe. Ja. Was denkst du denn, dass du hier langkommst, ohne dass dich einer... Gut gemacht. Geil, 3 Patronen. Oh, 3 Patronen, wunderbar. Guck mal, jetzt kannst du wieder ein bisschen rumspielen. Oh, aber das Geruckel nervt mich schon ein bisschen. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man Besseres gewohnt ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie du da durchschnellst, das ist eine mega schwierige Schnelle. Alter, was ist das hier? Vorsichtig, konzentrier dich, die schaffst du. Trigger nicht die anderen auch noch alle. Mach ich alles. Okay, dann hoch. Ich will, dass die nach und nach zu mir kommen. Genau, trink einmal was. Okay, wo ist der Typ, der geballert hat? Da hinten steht einer. Der ist das, der da oben steht, der Ballermann. War da unten eben sowas wie ein Hund oder sowas? Da unten war sowas wie ein Hund, genau. Wie komme ich denn da drüben hin, wo der steht? Gar nicht. Doch, da hinten die Treppe hoch. Genau. Aber da trifft er mich ja vorher. Ach, wenn du läufst, die treffen dich eigentlich nicht. Wie weit kann ich denn schießen? Gibt es sowas wie, ich kann nicht jetzt was gedrückt halten und ich kriege ein Fadenkreuz oder so? Ne, sowas gibt es nicht, oder? Nein. Aber schießen ist auch wirklich nicht zum Schaden machen da. Schießen ist nur zum Staggern. Verstehe, der Hund. Also die Idee, ihn da jetzt runterzuschießen, funktioniert bei Bloodborne. Der Hund macht mir richtig Angst. Da ist noch einer, der schießt. Genau. Später im Spiel gibt es verschiedene Schusswaffen. Da gibt es ja noch eine riesige Schiffskanone, weißt du? Weiß gar nicht, wie ich die jetzt nennen soll. Die kannst du mit dir rumtragen. Ist das denn überhaupt der richtige Weg, den ich gerade gehen will? Du gehst absolut den richtigen Weg.
Ich will das da hinten haben. Ja, aber guck doch mal, schau doch mal durch dieses Gitter. Du musst mal ein bisschen Neugier mitbringen. Und jetzt überlegen, ach, guck mal, da liegt einer auf der anderen Seite. Ja, ich werde da schon irgendwie von der anderen Seite hinkommen. Genau, und hör mal. Da ist aber auch ein dickes Monster da vorne. Genau. Das ist der, der an der Tür gerüttelt hat. Komm, ich mach den jetzt. Dann schleich dich an und switch vorher noch auf kurze Waffe. Die ist besser, genau, für den aufgeladenen Schlag gleich. Aber irgendwann trigger ich ihn doch bestimmt. Ja, genau. Jetzt. Gut. Ah, super, Hälfte abgezogen fast. Der kann chargen, sei vorsichtig. Der ist wirklich schwer, Fabian. Hui, okay. Schießen ist hier wieder erste Wahl, ne? Um ihn zu stunnen. Wenn er diesen Move auch macht. Zum Beispiel, ja. Und jetzt dicht dran dashen und einmal schlagen. Ich bin leider auch zurückgehauen worden. Glaub ich hab ihn. Ja. Ihr habt euch beide? Nein, ich bin tot, oder was? Ach, come on, das gibt's doch nicht. Mann, der hat mich maximal einmal noch getroffen da. Das war ärgerlich. Ja, du hingst. Ärgerlich. Du hingst in der Ecke hinten. Jetzt sind wir schon in so einer Distanz, Dennis, wo ich sagen würde, es wird mir fast schon ein bisschen auf den Sack gehen, das jetzt nochmal zu spielen. Privat würde ich jetzt sagen, ich mache das, glaube ich, erstmal aus. Echt krass. Ja. Guck mal, die Tür hätte ich doch bestimmt schon aufmachen können hier, oder? Ja, klar, wenn du erfolgreich weitergekommen wärst. Ach so, sehr später. Du unterschätzt ja, also dieser erste Level alleine ist schon gigantisch. Schau mal nach oben. Wie viele von diesen Levels gibt es denn? Ach, frag mich jetzt nicht. Viele? Ich weiß es nicht, wie viele. Ich habe sie nicht gezählt. Aber es sind so, ich meine, du hast Dark Souls gespielt oder so, die sind alle ungefähr gleich groß. Und was ich dir jetzt sagen wollte, ist, wenn du mal nach oben schaust, siehst du häufig Stellen, wo du später noch hinkommen wirst oder... Auch diese Stelle hier am Anfang wirst du auch noch in vielen Stunden wieder lang. Ja, ich habe Dark Souls ja nicht wirklich gespielt, weil ich genau das gleiche Problem damit habe. Ich kann diese Repetition von dem immer gleichen, weil ich werde auch nicht besser werden. Ich mache das jetzt noch einmal, ich mache es jetzt noch schlechter und danach ist endgültig Hopfen und Malz verloren dann. Aber hast du gar nicht das Gefühl, dass du stärker wirst, wenn du jetzt einmal auflevelst? Du musst jetzt halt natürlich einmal versuchen, naja, diese Seele nach Hause zu bringen. Guck mal, wenn ich jetzt nochmal sterbe und verliere den ganzen Kram, dann kommt mir das vor, als war das alles sinnlos, was ich gemacht habe. Das ist richtig. Aber das ist doch der Einsatz. Ja, aber das ist doch nicht, dafür ist mir aber manchmal die Zeit dann auch zu schade. Ja, das stimmt. Guck mal, allein, dass die ganzen Typen wieder da sind, die habe ich eben alle schon mal tot gemacht. Mhm. Das führt dann häufig dazu, dass man ungeduldig wird und durchrennt. Ja, ich mach den Typen da hinten jetzt. Ja, und durchrennen ist, dann stirbst du erst recht. Hm. Also muss natürlich schon so ein bisschen, wie ist das Wort dafür, Ausdauer haben. Hm. Man muss sowas, muss schon drauf stehen. Bisschen Sadismus. Den Schmerz mögen. Ich habe noch eine wichtige Frage, Dennis, aber ich muss mich kurz auf den Kampf konzentrieren. Gut. Also habe ich nicht getroffen. Ja, du musst natürlich, das so einfach ist es auch nicht. Ich muss schon ein richtige Frame dann auch rausfinden, wo der... Hä? Motivation schon so tief? Aber weißt du was, ich weiß, dass es auch ketzerisch ist, weil ich verstehe genau, warum Leute diese Art von Spiel lieben und ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Aber hier ist es jetzt halt auch so, ich spiele jetzt immer und immer wieder das Gleiche. Weißt du, es gibt ja auch zum Beispiel Spiele wie immer Dead Cells oder so, wo du auch immer wieder zurückgeworfen wirst und immer wieder neu anfängst, aber der Spielverlauf ist halt auch immer anders bei diesen Rogue-Spielen. Hier, ich weiß immer, wo diese Typen jetzt sitzen und so und wie die sich verhalten und was sie machen. Trotzdem schaffe ich es noch auf immer neue Art und Weise, es nicht zu schaffen. Und das nervt mich dann noch mehr. Weil ja auch keine Variation da jetzt irgendwie auftaucht. Mhm. Das ist ein valider Punkt natürlich, wo man nichts gegen sagen kann. Auf der anderen Seite wäre die Alternative zufällig platzierte Gegner. Und das könnte ein Souls-Spiel natürlich auch machen, aber der große Erfolg kommt daher, dass alles handplatziert ist. Sag mal, gibt es nicht auch, das habe ich nämlich auch vorher gelesen, als ich mir vorhin noch mal ein bisschen Wikipedia und so angeschaut habe, hat Bloodborne nicht auch ein System, dass man aktiv seine Energie wieder aufbauen kann, die einem Gegner geraubt haben, dass man das zurückholen kann? Das geht aber jetzt hier noch nicht? Doch, das geht auch. Das nennt sich Regain-System. Und wenn du ganz aufmerksam bist, wenn du Leben verlierst links oben, siehst du, dass deine rote Leiste eine orangene Leiste hinterlässt. Und das ist deine Regain-Leiste. Und während die schrumpft, heißt das, ist das die Zeit, in der du diesen... Okay. Betrag an HP wiederbekommen kannst durch aggressive Angriffe. Aber da muss man wahrscheinlich natürlich auch sehr gut sein, dass man dann
stattdessen nicht weitere Treffer kassiert einfach. Klar, ist ein zweiständiges Schwert, genau so läuft's, ja. Aber es ist eine super Idee. Und wie viele Stunden würde ich brauchen, um das vernünftig durchzuspielen? Kommt auch wieder ganz drauf an, ist bei Dark Souls, bei Bloodborne, hängt das davon ab, wie viel du grindest oder wie krass du bist und durchrennst. Und wie viel, es gibt so viele optionale Sachen, die du gar nicht machen musst. Ich hab's nach 100 Stunden für mich abgeschlossen gehabt. Ja, ist schon ordentlich. Okay, jetzt habe ich zumindest meine Blood Echoes von eben wiederbekommen. Also nicht Playthrough. Ich habe 100 Stunden lang den ersten Playthrough inklusive Engi Alter. Plus und DLCs gebraucht. Gibt es sowas wie... Gibt es irgendeine Art von Map? Nee, ne? Nein. Wechsel mal die Waffe auf lang, wenn du gegen so viele Gegner kämpfst. Und nicht in die Ecke treiben lassen. Bloß nicht in die Ecke, raus da. Kann da nicht durch, ne? Okay, nee, ich dachte, das wäre eine normale Treppe. Vorne flüchten. Scheiße. Uiuiui. Jawohl, so bestehst du cooler. Ach komm, der war doch tot. Ja, wenn du einmal nach Hause gehst, plus eins auf Stärke, ist der nächstes Mal wirklich tot. In dem Spiel. Ja, aber immer wenn man denkt, man hat's begriffen, kriegt man von hinten einen und jetzt hast du schön wieder in so eine Ecke reinge. Jawohl. Und jetzt triggerst du noch mehr Leute aus deiner Panik. So, das muss man vermeiden. Das sind die Fehler, die musst du erstmal lernen. Das ist richtig dumm. Ab nach oben mit dir. Ja, ich will ja, aber ich das Lock-on nicht wegbekommen. So, jetzt möchte ich hier das Scharfschützengewehr hier oben auspacken und die alle wegsnipern. Naja, das sagt die dir, das kannst du leider nicht, ne? Ja, das, oder war das, meinst du als Gag? Ich meinte es als Gag, so, okay. Aber es würde meiner Art von Spaß und Spiel entgegenkommen. Du hast recht, eine Sniper da drin, eine 50 Cal oder sowas wäre wahrscheinlich albern, sowie auch lustig. Würdest du das Spiel am PC geben, die Leute hätten das alles schon reingemoddet. Was sagst du zur Optik? Wäre es jetzt schon eine Generation alt, ne? Ich finde, wie gesagt, ich finde den Stil super, Charaktere geil, generell die Umgebung, alles super, aber natürlich das Charaktermodell, das Gesicht vor allem auch und die Framerate, das, man könnte das Spiel, das würde ein krasser Erfolg werden, jetzt nochmal zu sagen, für PS5, könnte es ja meinetwegen auch auf den PC bringen, das macht Sony jetzt ja eh mehr und mehr mit ihren ganzen Spielen. Wir haben es ja gerade erst Days Gone auch erschienen für den PC. Langsam. Das würde ich dann, glaube ich, oder es wird, glaube ich, ziemlich gut noch aussehen. Ja. Das ist so hakelig. Warum dreht er sich vorher um? Schön, randashen. Zeitfenster leider schon. Doppeldash, ne? Ja, genau. Einmal nach vorne, genau. Wunderbar, wunderbar. Trink an. Super. Geil, ich hab's geschafft. Okay, jetzt finde ich es gerade wieder ein bisschen gut, Dennis, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hast du es gerade geschafft. Shit, ja? Ey. Ja, das war so leider unnötig vorhin. Also ich habe mich gefreut, als du gesagt hattest, hey, lass Pile of Shame machen mit Bloodborne. Ja, es war eins von ungefähr 12 Spielen, was ich dir geschickt habe. Aber ich freue mich, dass du mir nochmal die Chance gegeben hast, mich dieser Angst zu stellen. Es macht mir mehr Spaß, als ich dachte. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 6 Jahre später jetzt sagen würde, ja, finde ich irgendwie gut. Ich weiß, dass ich damals schon mal so weit ungefähr war, aber nicht viel weiter. Alter, wie unheimlich ist das denn? Ja. Und ich meine, nur um dir nochmal so ein Beispiel zu bringen, wo wir gerade bei diesen Raben sind. Das Spiel ist voll mit diesen Raben, die sind mega nervig, aber es gibt eine Stelle, an der ist ein Rabe und der hat, glaube ich, einen Rattenkopf oder sowas. Oh. Und mit sowas rechts, und was merkt man nur, wenn man ganz genau hinguckt und von diesen kleinen Nuancen und kleinen versteckten Details gibt es in diesem Spiel so unglaublich viel. Ich kann dir gerne meine Lieblings... Guck mal, wieso leuchtet der denn so? Das ist bestimmt ein super starker, ne? Ach so, nee, der stand nur da, wo es hell war. Ach so. Oh Gott, da hinten sind ja noch super viel mehr Gegner. Ja. Gut. Ich dachte, vielleicht wäre es möglich, heute bis zu einem Boss zu kommen, obwohl mir klar war, dass das mega unwahrscheinlich ist. Und ich hoffe, dass du auch in dieser kurzen Zeit, und ich weiß, es ist mega schwer, so ein bisschen das Feeling dafür kreiert, weil du brauchst mehr Zeit. Eigentlich ist eine Stunde viel zu kurz. Du musst dir schon einen Abend Zeit nehmen und dich auch ein bisschen prügeln lassen, aber dann auch das Blut lecken, um
auch noch ein bisschen mehr kennenzulernen vom Spiel und zu erfahren, wofür es sich überhaupt lohnt. Mhm. Weil jetzt am Anfang ist es noch relativ nichts Besonderes. Du kämpfst da in diesem Gang gegen diese komischen Typen. Du wirst später merken, wie viel Tiefe da drin ist. Macht schon Bock. Und ich muss sagen, das Spiel ist viel weniger steif und langsam, als ich das so in Erinnerung hatte, was ja viel so ein Problem der alten oder der älteren Souls-Spiele ist, wo ich echt nicht so rankomme. Die ist so, du hast ein Schwert und das dauert so super lang, alles zu machen. Da habe ich echt, das turnt mich einfach total ab. Ich brauche irgendwie Figuren, die ein bisschen dynamisch sind und wo man auch einigermaßen schnell spielen kann. Ich glaube, hiermit würde ich schon warm werden, wenn es eine Version gäbe, sag ich mal. Und wie gesagt, für Sony wäre das ein leichtes. Die können auch das Ding hier nehmen, auf 60 Frames patchen und dann würden die Leute auch alle sagen, richtig geil. Dann würde ich es mir, glaube ich, noch mal angucken. Ah, das ist schwierig. Nur an. Wir schließen das jetzt ab. Ich gebe dir jetzt aber noch einmal geballt in zwei Minuten die Vor- und Nachteile und dann hätte ich gerne von dir, dass du mir einmal ehrlich verrätst, ob du das wirklich von deinem Pile of Shame jetzt runterholst und spielst oder ob du es in die Ecke ballerst. Okay. Design. Das meisterhafte Leveldesign eines From-Software-Spiels ist einfach überragend. Sowas gibt es leider kein zweites Mal. Verzweigte Wege, bei denen jeder Millimeter mit glaubhaften Details gespickt ist. Die Momente, wenn man als Spieler in die Ferne schaut und realisiert, wo man sich eigentlich gerade befindet. Auch Bloodborne erfüllt hier den From-Software-Standard in puncto verzweigte Level, die einen zum Staunen bringen. Steuerung und Kontrolle. Das Kampfsystem funktioniert. Waffenwechsel im Kampf? Kein Problem. Sieht auch noch Hammer aus. Rein- und Rausgehüpfe funktioniert reibungslos und fühlt sich solide und herausfordernd an. Anstelle sich einfach auf dem Kampfsystem von Dark Souls oder Demon's Souls auszuruhen, wurden originelle Neuerungen eingebaut. Wie das Regain-System, das zum offensiven Spielen verleitet. Einzigartige Welt. Bloodborne ist zwar laut Metascore in den Top 10 der besten PS4-Spiele aller Zeiten. Viel beeindruckender ist aber, dass es kein zweites Spiel wie Bloodborne gibt. Nur From Software schaffte es, zu den packenden Kämpfen und den Bossfights der Musik auch noch so eine nie erlebte Welt zu schaffen. Waffenabwechslung. Die Auswahl an Waffen könnte man als bescheiden ansehen. Problematisch wird es traditionell bei From Software-Spielen, wenn mehrere Waffen ausprobiert werden wollen. Das Upgrade-System macht es leider sehr unwahrscheinlich, mehrere Waffen in einem Durchlauf auf ein anständiges Level zu bringen. Dafür müsste man langwierig die Chalice Dungeons grinden. Chalice Dungeons. Das bringt uns zu den generierten Arealen, die Bloodborne einführt. Die Chalice Dungeons sind von der Grundidee, unendlich viele Level zufällig auszuspucken, wirklich der Hammer. Aber leider auch irgendwie broken. Wer sie während der Story zu häufig betritt, wird schnell overpowered. Aber leider kommt es vielleicht gar nicht dazu, da diese Dungeons schnell ausgelutscht sind und schnell den Reiz verlieren. Normalerweise mache ich immer 3 Pluspunkte, 3 Minuspunkte. Vielleicht ist es jemand aufgefallen, mir ist kein dritter Minuspunkt eingefallen bei diesem Spiel. Aber vielen Dank, Dennis. Es hat mir noch mal einen ganz guten Überblick gegeben über alles. Interessanterweise würde ich, glaube ich, Sachen, also du bist natürlich der Experte hier für Bloodborne und ich bin's nicht, aber ich würde die Sachen, glaube ich, ein bisschen anders bewerten. Verzweigte Welt wäre für mich auf jeden Fall ein Minuspunkt. Ich möchte das, es war mir eben schon am Ende dieses, wo ich dachte, okay, gehe ich jetzt da oben lang, gehe ich da hinten lang. Das Spiel kann mir das ruhig sagen. Gleichzeitig finde ich ehrlich gesagt bei diesen Spielen es besser, wenn sie nicht so viele Waffen haben. Ich finde generell, um das noch mal, das hat ein bisschen auch mit meinem Souls-Dilemma zu tun. Ich finde nicht schwere Spiele schlimm. Ich habe schon super krasse, schwere Sachen durchgespielt, wo ich mich stundenlang an irgendwas verbeiße. Aber ich möchte nicht, dass es daran liegt, weil ich so viel Auswahl habe und so viele Sachen irgendwie meistern muss, sondern es kann auch ein schwerer Jump'n'Run-Level sein. Aber zu wissen, okay, da gibt's jetzt 8 verschiedene Waffen, die unterschiedlich sich spielen und so, das kann mir das Spiel ruhig vorgeben. In der Hinsicht brauche ich da keine Vielfalt. Ich finde zum Beispiel Sekiro nicht so, dass man nur eine oder dass es da nicht so viele Waffen gibt. Ich bin bei Sekiro gar nicht so weit, muss ich zugeben. Also das wäre für mich, wie gesagt, kein Kritikpunkt. Aber da waren auf jeden Fall Szenen drin, wo ich eben dachte, ganz schön geil, was es für Monster in dem Spiel noch gibt und was da noch kommt. Ja, also das Design auf jeden Fall, da sind so viele Sachen, die du noch nicht gesehen hast. Vielleicht, also ich merke schon, bei dir hapert's an dieser verzweigten Welt, dass du nicht an die Hand genommen wirst und dass du da sehr viel Zeit reinstecken musst und sehr viel Arbeit. Ich würde das mit Komplettlösungen spielen müssen, wo drin steht, okay, jetzt hast du den Typ vor der Kirche besiegt, jetzt gehst du mal da hoch und läufst da hinten um die Ecke. Weil das ist mir so dieses,
Das ist halt so ganz, ganz oldschooliges Gaming-Ding, so wie, weiß ich nicht, als man Wizardry vorher gespielt hat und hat sich selber noch seine Map mitgezeichnet und so. Und so eine Art von Beschäftigung brauche ich irgendwie leider nicht bei Spielen. Okay, denn bevor deine finale Antwort auf die Frage kommt, ob du dieses Spiel jetzt tatsächlich nochmal durchspielen möchtest, will ich dich nur nochmal fragen, was denn mit Metroidvania ist, wenn du es in diese, wenn du es mal von dem Gesichtspunkt her siehst, wenn du das als Metroidvania ansiehst, dieses verschachtelte Aber Welt. Die, diese Spiele bauen ja in der Regel darauf auf. Guck mal, jetzt werde ich jetzt übrigens angegriffen im Spiel, dass es eine Karte gibt und so. Und zwar meistens super akkurate Karten, wo du genau siehst, dieser Raum hängt so mit dem zusammen. Der Raum ist jetzt grün, weil ich habe alles gefunden. Das ist ja ein Merkmal von einem Großteil dieser Spiele, außer vielleicht mal Hollow Knight oder so, wo ich auch nicht mit warm geworden bin. Ich finde, das sind irgendwie Komfort-Features. Dafür bin ich zu sehr darauf fixiert, dass mich Spiele auch unterhalten sollen und ich sie nicht als Arbeit empfinden möchte. Deswegen, das ist ein guter Vergleich, den du hier anstellst, aber ich würde das jetzt nicht als Metroidvania für mich betrachten. Okay, und abschließende Antwort, dein Pile of Shame, wird er jetzt kleiner, weil du das Spiel einfach rausstreichst oder weil du... Wir machen es so, Dennis, ich streiche es raus, wenn es eine neue Version gibt, die besser läuft und wo ich nochmal einen frischen Start dann wage. Es hat mir jetzt Bock gemacht und so ist es auch gut, jemanden dabei zu haben, der einem das ein bisschen erklärt, weil ich sonst... Ich hasse das, wenn ein Spiel startet und ich raff nicht, was abgeht und so. Das hasse ich ehrlich gesagt auch manchmal. Find das nicht so geil. Aber das hat mir das auf jeden Fall leichter gemacht. Ich spiele es, verspreche ich hier an dieser Stelle und ich werde davon berichten. Ein Jahr, nachdem es die neue Version gibt, habe ich es dann durchgespielt. Dann komme ich auf dich zu. Okay. Und dann können wir das hier auf dem Sender noch mal im Game Talk oder wo auch immer besprechen, dass ich Bloodborne dann durchgespielt habe. Das merke ich mir. Und ich fand es sehr erfrischend, dass du, weil es gibt wenig Leute, die bei Bloodborne nicht sofort mit einsteigen und sagen, ja, geilstes Spiel ever. Deswegen fand ich das mega erfrischend, dass du das mal von der anderen Seite beleuchtest, weil Bloodborne hat ja tatsächlich auch noch Ecken und Kanten. Das wollen wir ja jetzt mal gar nicht von der Hand irgendwie weisen. Trotzdem, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Skill. Trotzdem, du bist viel besser gewesen, als ich dachte. Du bist da reingesprungen wie ein Pro. Leider ging die Zeit bei so einem genialen Spiel, wenn ihr mich fragt, viel zu schnell rum. Ich hatte noch so viel vorbereitet und wollte eigentlich auch noch in andere Level mit dir springen, aber leider bei so einem Spiel schwierig. Danke. Hattest du vorhin nicht auch noch eine Frage an die Community eigentlich gestellt? Ja, ich hatte gefragt, ob das Spiel ein, können wir gerne den Vote auflösen, muss man Bloodborne gespielt haben, ja oder nein? Und 55% sagen ja, 44% nein. Das ist viel ausgeglichener, als ich dachte. Ich habe gedacht, du hast die Leute beeinflusst gerade. Das mag sein, das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte niemandem, das will ich auch noch mal sagen. Das heißt, Leute sind immer empfindlich, wenn es um diese Souls-Spiele geht, wenn die Fans davon sind. Ich möchte das niemandem madig machen. Ich sag nur ganz offen meine Meinung zu dieser Art von Spiel oder dem Konzept. Aber ich finde ich gerade ganz erfrischend, dass fast die Hälfte Leute gesagt haben, dass man nicht gespielt haben. Das ist krass, dass das fast eine 50-50-Nummer war. Hätte ich niemals gedacht. Aber anscheinend haben deine Worte tatsächlich auch Hand und Fuß. Das habe ich nie bezweifelt und danke dir, dass wir das gerade hier einmal mit Bloodborne geklärt haben. Toll, Fabian, und toll Bloodborne. Toll an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Danke, das war's mit Pile of Shame. Bis zum nächsten Mal.